Hä? Ich bin doch kein Bayern-Fan. Aber dein Benehmen passt zu dem der Bayern-Stars. Sag mal, Arno, hast du Hirse gesehen? Schon lange nicht mehr. Hat er vielleicht Urlaub? Moin! Kann losgehen. Sag mal, merkst du noch irgendwas? Du kommst zu spät zum Zweikampf? Was? Das ist unprofessionell, unsportlich, unnötig. Fehlt nur noch dein Bayern-Trikot. Hä? Ich bin doch kein Bayern-Fan. Aber dein Benehmen passt zu dem der Bayern-Stars. Die verhalten sich auch andauernd unsportlich. Die müssten bestraft werden dafür. Und du eigentlich auch. Wegen Kimmich oder was? Ey, komm! Kimmich hat die Freiburger Fans provoziert, Musiala hat Streich den Handschlag verweigert und Pavard hat den Elfmeterpunkt malträtiert. Hirse! Hallo? Hallo! Oh, sorry, ich bin kurz weggenickt. Ja, aber willst du dich über diese Kleinigkeiten jetzt aufregen, oder was? Kleinigkeiten? Ja, die sind ehrgeizig, positiv besessen, emotional. Das brauchst du doch, um Erfolg zu haben. Trotzdem müssen die sich doch unter Kontrolle haben. Da waren ein Weltmeister, ein Jahrhunderttalent und der Kapitän beteiligt. Warum? Die geben allen Futter, die Bayern hassen und die für arrogante, unsympathische Stars halten. Und dafür willst du sie jetzt bestrafen, oder was? Na sicher, die Jungen müssen doch noch lernen, dass es eben so nicht geht, wenn sie Aushängeschild des größten deutschen Vereins sein wollen. Kimmich und Musiala haben sich doch im Anschluss dafür entschuldigt. Und damit haben sie doch bewiesen, dass sie Anstand haben. Wer sich nicht entschuldigt, hat also keinen Anstand? Ja, ich denke schon. Wieso? Auch beim zu spät kommen? Ah, du meinst mich. Ich bin nicht zu spät gekommen. Ey, willst du mich ver***en? Wir haben das auf Band. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Wenn du später kommst, dann gehe ich jetzt früher. Hallo? Das ist unprofessionell. Was soll das denn? Wir haben hier einen Job zu erledigen. Das ist ja Wahnsinn.